Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der KSW News. Heute geht es um versteckte Räume, die ihr sicher noch nie gesehen habt. Und um das neue Projekt vom Neubau. Viel Spaß! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Wir sind jetzt da in der Neubau. Storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. Wir gehen jetzt in den ersten Kuchen und wir dürfen sogar einen Glockenturm rauf, wo man normalerweise auch nicht ankommt. Weißt du schon etwas über den Neubau? Nein, ich weiß nicht. Nein, ich habe wirklich nicht. Nicht wirklich viel? Nein. Nein! Wir sind jetzt hier mit dem Herrn Zübli. Grüezi, Herr Zübli. Grüezi. Wir haben hier eine Frage wegen dem Neubau, der gebaut wird. Als erste Frage dazu wäre, welche Fächer kommen überhaupt rein? Was noch nicht ganz definitiv ist, ist, welche Fachschaften zum Schluss reinkommen. Wir haben gewisse Vorstellungen, für welche, dass es in Zukunft keinen Platz mehr wird haben. Das ist zum Beispiel Romanistik. Und wer finanziert das Ganze? Der Kredit gesprochen hat der grosse Rat vom Kanton Aargau. Also das ist der Kanton Aargau, der das finanziert. Und wieso braucht es überhaupt einen neuen Bau? Einerseits das demografische Wachstum. Also es gibt einfach immer mehr Schülerinnen und Schüler, freulicherweise, die wollen an die Mittelschule kommen. Und jetzt haben wir ja dreifach Hallen bekommen, neue. Das heisst, wir haben insgesamt 5 Hallen, Sporthallen. Das ist recht eine teure Infrastruktur, die der Kanton auch möchte, dass die ganz ausgelastet wird. Und das würde bedeuten, dass wir auf 55 Abteilungen könnten wachsen, heute haben wir 49. Ja. Mega. Dann hat es noch ein bisschen Platz, dann, wenn eben die Schulzimmer gebaut werden. Wann fängt denn das Ganze an? Also wenn fängt es an zu bauen? Also zuerst einmal braucht es eine Baubewilligung von der Gemeinde. Jetzt ist im Moment das Baugesuch eingereicht. Das liegt auf bis morgen in der Gemeinde Wettigen. Also wir sind am Samstag, 19. März. Und wenn es dann keine Einsprache gibt und die Bewilligung kann erteilt werden, dann ist geplant, dass der Spatenstich im Sommer ist, im August irgendwo, und dass es dann auch bald losgeht und Packer auffahren. Danke vielmals. Ja, danke auch fürs Interesse. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal bei der KSW News. Ciao! Nein.